Wenn ihr wissen wollt, wie wir die leckeren Mohnkringel gemacht haben in unserem Omja, dann seid ihr hier genau richtig. Wir haben Mohnkringel gemacht und ich zeige euch jetzt, wie und wie sie geworden sind, mit Tipps und Tricks. So, ich stelle jetzt als erstes wieder auf die Stufe 3, warte 5 Minuten und dann weiß ich auch noch nicht, wie lange ich backe. Ich sage euch Bescheid. Den Rest werde ich in der Zeit weiterhin in Scheiben schneiden. Das ist jetzt nun eine große Menge fürs Camping, gerade wenn wir nur zu zweit unterwegs sind. Und Hefeteig schmeckt ja eigentlich nur am ersten Tag richtig gut. Deswegen bin ich jetzt am Überlegen, dass ich wirklich sage, wenn ich sowas mache, bereite ich es vielleicht so zu, dass ich mir einen halben Hefeteig zuschneide und mitnehme und den anderen zu Hause einfriere. Oder ich finde noch ein Rezept, wo ich das anders lösen kann. Am Ende sind jetzt hier noch ein paar übrig geblieben. Vielleicht gehen die auch gar nicht so krass auf. Vielleicht hätte ich die alle auch noch zusammenpacken können. Oder ich schneide sie beim nächsten Mal einfach dicker. Das hätte ich jetzt diesmal schon machen können, um das zu testen. Ja, weil das zu dick ist. Naja, ich habe es jetzt hier ungefähr 2 cm breit geschnitten. Schauen wir mal, aber das wäre noch eine Option, dass ich es das nächste Mal einfach so 3 cm dick schneide oder das Ganze halt als Rolle reinlege und aufschneide. Könnte man ja auch mal probieren. Wir schauen mal, wie der Test läuft. Laut Packungsanleitung muss es 15 bis 20 Minuten auf mittlerer Schiene bei 180 Grad backen. Im normalen Backofen. Also werde ich jetzt mal 20 Minuten machen oder nach 15 Minuten dann schon mal reingucken. Aber die 5 Minuten Aufwärmung, die zähle ich jetzt mal nicht mit rein. Also wir haben jetzt 20 Minuten Backzeit auf dritter Stufe. Ich habe nicht runtergestellt, ich depp. Oh wei! Aber sieht gut aus. Ich habe auf Stufe 3 die ganze Zeit gebacken. Oh mein Gott, jetzt sind die bestimmt unten verbrannt. Naja, mal schauen. Ich dachte, ich hätte vorhin runtergestellt, aber wie man sieht, habe ich mich geirrt. Kann es natürlich sein, dass es von unten verbrannt ist. So, schauen wir mal. Erstmal auseinander bekommen. Es geht. Also, ich hätte es vielleicht auf Stufe 2 stellen sollen dann. Also Stufe 1 auf jeden Fall zu wenig. Das habe ich schon bei den letzten Tests mit dem Brot und den wobei mit dem Ofengemüse ging es, aber mit dem Brot habe ich es gemerkt. Also ich habe 3 Stufen bei dem Zeranfeld hier. Und heiß. So durch sind sie auf alle Fälle. Ich hole das jetzt mal so raus, weil ich ja noch die restlichen reintun muss. Ach, so heiß. Ich habe jetzt hier in unserem Fall Puderzucker angerührt, dass ich die dann über die fertigen Kringel drüber mache. Ob ich das jetzt beim Camping machen würde, glaube ich eher nicht, weil da müsste ich ja Puderzucker mitnehmen. Aber mal sehen, vielleicht würde ich mir sogar das ein wenig abpacken. So, die zweite Fuhre backt jetzt noch und hier haben wir die erste, ist ja lecker. Also ich habe ja tatsächlich die ganzen 20 Minuten auf Stufe 3 gebacken, obwohl ich eigentlich runterschalten wollte nach 5 Minuten. Naja, aber es ist geworden. Ich habe sie jetzt auf Stufe 2, jetzt ist es ja auch schon ein bisschen vorgeheizt. Ich denke, das ist besser, da werden sie nicht ganz so goldig. Aber
Ansonsten sind sie gut geworden. Ich denke, bei einem Gasherd ist das dann doch nochmal was anderes. Den Elektroherd kann man dann doch schon auf höherer Stufe laufen lassen. Dann wäre wahrscheinlich damals auch mein Brot besser geworden. Aber ich werde das jetzt weiterhin so probieren. Mit Stufe 3 anheizen 5 Minuten und mit Stufe 2 dann weiter backen lassen. Sie schmecken sehr lecker. Die zweite Fuhre habe ich jetzt auf Stufe 2 gemacht. Die waren fast ein bisschen dunkel, also hätten auch auf Stufe 1,5, sag ich mal, gemacht werden können. Aber hat funktioniert, sehr lecker, kann ich euch empfehlen. Dann werden wir uns das jetzt mal schmecken lassen. Dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Abonniert hier gerne kostenlos den Kanal, aktiviert auch gerne die kleine Glocke, damit ihr eine Info kriegt. Und hier drüben sind zwei weitere Videos und dann sage ich bis bald. Tschüss!